Okay. Wodka, Wodka. Wodka, bliet. Egal, ich habe erstmal eine Light-Version davon gemacht. Wow, du bist fertig, okay. Ja, das ist die Light-Version. Das ist ohne Special Effects, das ist nur Wodka, Wodka. Aber mit Sprache oder was? Ohne Sprache. Okay. Deswegen Light-Version. Das ist nur ein einfaches VB-Skript. Das ist nicht schwer. Ich weiß, wovon du redest, natürlich, ja. Oh, Wodka VBS. Sehe ich gerade rechts bei Skype. Danke, dass du mir ein Virus schickst, danke. Bitte. Ist kein Virus. Sondern? Ist nur nicht schließbar. Ist ein Leitvirus. Wie ist nicht schließbar? Ich möchte das schon wieder schließen können. Ja, über einen Passcheck kannst du schon wieder schließen. Ist dann kein Problem. Wow, danke. Bitte. Du wolltest eine nicht schließbare Messagebox. Ich habe nicht gesagt, dass sie nicht schließbar sein sollen. Doch. Ich meinte eigentlich, dass ganz viele Messageboxen nacheinander auftauchen und da immer wieder Wodka drin steht und es immer mehr werden. Und dass man die einfach wieder schließen kann. Indem man einfach nochmal auf die Anwendung zum Beispiel klickt. Oder auf eine Anti-Anwendung, so wie diesen Abbruch, Shutdown-Abbruch, den du mir mal geschickt hast. Für den Shutdown T-2 Stunden. Ja, stimmt. Ja, da hatte ich dir mal was geschickt. Ja, er hat mir einen Shutdown programmiert. Ja, programmiert, das ist nicht so einfach. Wie es eigentlich ist. Freddy meinte, das hätte selbst ich hingekriegt. Ja, das ist auch einfach. Das ist total einfach. Das ist ein Skript. Das ist nicht mal ein Programm, das ist ein Skript. Hm. Gut, Freddy hat es wahrscheinlich nicht hingekriegt. Doch, glaube ich. Aber der Systemelektroniker, der darf das gar nicht hingekriegt. Doch, ich glaube schon, dass er das hingekriegt hätte. Er hat es auch hingekriegt. Das nächste wäre überqualifiziert für seinen Job. Er hat auch sowas hingekriegt wie dieses Wodka Wodka mit, soll ich Ihren Computer jetzt herunterfahren? Dann konntest du ja oder nein anklicken. Boah, ich habe kürzlich ein Text-Adventure geschrieben. Text-Adventure? Batch. Ja. Was ist? Die Dinger, die es früher mal gab, die von denen heutzutage keiner mehr weiß. Nein. Die ist so weißt du, so RPGs in Textform, reine Text-RPGs. So eine Art habe ich gemacht. Nein, kenne ich nicht. Ja, schade. Nimm mir mal einen Titel. Weiß halt wirklich keine davon. Was? Nenn mir mal einen Titel. Ich kenne keine Bekannten. Okay. Ich weiß nur, dass die existieren. Dass es die früher gab und dass die früher beliebt waren. Und ich habe halt dann einfach mal selber so in die Richtung gemacht. Dachte mir, so kann man machen, mache ich mal. Freddy hatte dafür gar nicht die Ausdauer, glaube ich. Aber so vom Können her sollte er es eigentlich hinkriegen. Der hat dafür einfach keine Lust. Der hat ja auch keine Lust, 6 Milliarden Thumbnails zu machen. Also wir haben ja immer die Thumbnails, die gleich sind. Oder ich zumindest. Und dazu hat er keine Lust, weil er sagt, das dauert immer 6000 Stunden, bis man jede Zahl da eingetragen hat. Und er hat recht, das dauert so endlos lange. Hätte ich Photoshop, würde ich das schon längst selbst machen, aber ich habe kein Geld für Photoshop. Ich ja schon. Ja, yep, totally. Totally. Ja, ich glaube, ich gebe mir anscheinend teilweise schon ein bisschen mehr Mühe bei meinen Thumbnails, kann das sein? Nein, das Ding bei dir ist einfach nur... Ich hab's geschafft! Das ist das Ding bei mir? Geschafft, ich hab's geschafft. Cool. Dr. Fetus ist tot. Na endlich! Er sieht aus wie Isaac. Gedauert, er sieht aus wie Isaac. Das ist eigentlich der Fötus von Isaac. Ja, ich weiß. Das heißt, Binding of Isaac existiert jetzt nicht mehr. Weil du Isaac getötet hast, weil das Spiel stattfindet. Naja, aber Isaac wird ja auch dauernd getötet. Oh nein, es geht weiter! Ja. Nicht dein Ernst jetzt. Doch, habe ich auch schon gesehen gehabt. Fick dich! Fick dich einfach! Wo muss ich hin? Darüber. Ja, ich sehe es. Gut. Dann weißt du, wo du hin musst. Dann fragst du dann. Was soll denn das jetzt, Alter? Jetzt muss ich hier noch am Arsch der Welt rumgurken. Ja. Mach mir ein bisschen sauer. Bisschen sauer! Hast du den vorletzten Part von Meat Boy geguckt? Ich glaube nicht. Bisschen warm!
Mal. Nein, habe ich reingeschrieben. Den habe ich ein bisschen, also das war, glaube ich, mein bisher meistbearbeitetes Video, was ich hochgeladen habe. Oh. Muss mal reingucken. Ja, mach mal, es sind nur drei Effekte, also nur drei Sachen drin. Zweimal ein Text und ein Bild von einem bösen Fisch. Oh. Das ist viel Bearbeitung. Ja, für mich schon. Ja, okay. Das Gärtner, da kann man das auf jeden Fall machen. Naja, du kennst das Video nicht, was ich mit einer Freundin gemacht habe. Das war der Push, den ich dir geschickt habe. Ach, das ist auf YouPorn, ja doch, das kenne ich schon. Ach, das ist auf YouPorn, ja genau. Du meinst den Porno, ja? Du bist schon richtig gewickelt mit. Ja. Ja doch, das kenne ich. Aber der war schon geil, ne? Ja, das war schon eine Bombe, du Monster. Du Monster, du ja, schleck mal. Schleck, lecker. Feuer. Nichts Bestimmtes, Schatz. Ja, meine Freundin hört immer noch zu. Die hört dir dabei zu? Ja. Also nicht bei dem Porno. Ich wollte gerade sagen, ich hab's. Wenn man das weiß. Warte mal kurz, ich muss mir mal kurz das T-Shirt ausziehen, mir wird gerade ein bisschen warm. Und dann sitzt sie gleich unterm Tisch. Hat er nicht mal gehört. Zeitung? Interessant. Er zieht einfach im Let's Play das T-Shirt aus. Bitte was? Jetzt zieht er sich da einfach im Let's Play das T-Shirt aus. Ja, mir ist warm. Normalerweise fange ich ja gleich an aufzunehmen ohne T-Shirt. Ja, doch, ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Weil mir immer viel zu warm ist, weil die Heizung bei mir im Zimmer immer mit mindestens 7000 Grad die Sekunde brennt. Wie wär's denn mal mit ausmachen? Okay, sie ist aus, sagte meine Freundin gerade. Was? Glaube ich irgendwie nicht so ganz. Wahrscheinlich hat sie angemacht und will es noch nicht zugeben. Geshi sagt gerade, die hast du angemacht und willst es noch nicht zugeben. Sie sagt ja. Das, also ganz eindeutig, das ist ein Geständnis. Okay. Geshi sagt, das ist ein Geständnis. Ich könnte sie in eine Konfi hauen. Ach nee, warte, wir sind nicht über Skype, schade. Ach ja, schade. Aber mein TS ist öffentlich. Ja, aber sie hat kein TS und ihr Laptop mit meinem WLAN zu versorgen, ist keine gute Idee. Oh, ja, das ist wohl wahr. Weil dann haben wir auf einmal Sprachqualität. Dann haben wir so die Sprachqualität von dem Kein-Internet-Channel da unten. Ja, da kannst du uns ja mal draufziehen, damit die Leute... Also du kannst mich hin und her ziehen, ne? Ja. Zieh uns doch mal beide auf den Kein-Internet-Channel, damit die Leute hören, wie das ist, wenn ich kein Internet habe. Okay, Moment. Das ist jetzt richtig schlimm. Hallo, Kirschi. Ja. Oh, hi, das ist schon super Qualität hier, aber. Alter! Ich glaube, ich hab meine Waffe regnet. Oh Gott, ich krieg Krebs in den Ohren! Ich pack uns mal wieder zurück, Alter! Ja, bitte! Boah, du klingst wie ein 12-Jähriger da unten. Du klingst schlimmer! Wahrscheinlich wie so ein 10-Jähriger. Ja, noch schlimmer. Einfach als ob du kein Leben hättest. Ich bin eigentlich gar kein Leben, ich bin Computer. Eigentlich. Ja, genau so hat sich das angehört. Ja, genau, das trifft es auch ziemlich, würde ich sagen. Und kein Internet-Channel gibt es kein Internet. Ja, das ist richtig schlimm. Das ist der Channel für mich, wenn ich mal wieder kein Internet habe. Genau. Ich bin gerade nicht unbedingt der Schnellste, ich weiß. Aber. Der Schnellste zu sein ist auch bei Frauen nicht gut, glaubt mir, ich ändere. Ich hab halt genau an dasselbe gedacht. Moment, du musst ja jetzt von rechts nach links laufen, oder? Ja, das ist richtig mies. Bist du noch immer am Failen dabei? Nein, ich bin gerade fast komplett links. Oh, nice. Und ich sitze hier nur und komme in Super Meat Boy nicht weiter. Juhu. Ich erstand hat mir sich auch nicht. Nein, ich war so nah. Oh nein, ist nicht geil. Jetzt muss ich wieder komplett von rechts anfangen. Ich hasse rechts. Nein, warte. Ich wollte gerade sagen, was? Nein, ich bin nicht rassistisch. Ich bin auch nicht rechtsextrem, nein. Du hast gesagt, du hast rechts. Das heißt, ja. Du bist ein linker Aktivist.
Stimmt, das ist auch nicht gut. Man darf rechts nicht hassen, weil dann ist man links. Und links ist auch scheiße. Ja. Also, wenn ihr rechts hasst, seid ihr links und das ist auch nicht gut. Ja, da ist rechts halt besser. Weil kommentarlos. Werden vom Staat gejagt. Ach so, du meinst Allahu Akbar. Entschuldigung. Das wäre wohl ein Linksaktivist. Ja, das war dann wohl ein Linksaktivist. Meinst du? Ja, ja, genau das meine ich. Fuck! Das Spiel macht mich schon wieder richtig böse, ne? Böse. B-Ö-H-Z-E. Böze. Böze Onkels? Ja, stimmt, die gab es auch noch. Du schaffst es. Oh Gott, mit Tastatur wäre ich hier niemals weitergekommen. Ja, gut, dass ich das Spiel mit Tastatur spiele und auch mit Tastatur fertig machen will. Ich hab's mit Tastatur fast fertig gemacht. Immerhin. Ich hab's mit Tastatur bis zum vorletzten Level gemacht. In der Lichtwelt. Immerhin. Ich werde die Dark... Ey, meine Vögel! Die Dark Worlds kann man ja nicht mal machen, wenn man nicht Grade A in den Lichtwelten geschafft hat. Also werde ich die nie machen. Ja, habe ich mir dann auch so gedacht. Ich werde sie wahrscheinlich, auch wenn ich überall Grade A schaffen würde, niemals machen. Was einfach ein richtig schlimmes Spiel ist. Ja, kann man schon, muss man schon nicht unbedingt machen. Also Kinder, wenn ihr euch umbringen möchtet, dann spielt erstmal 2 Stunden Meat Boy, das vorletzte Level, weil das ist viel schlimmer als das hier. Und dann habt ihr die nötige Kraft, euch selber zu erwürgen. Ja, doch, das ist cool. Ist sehr empfehlenswert dafür, ja. Was labert deine Freundin da? Meine Freundin sagte gerade, wag es ja nicht. Ach so, ja. Sie hat jetzt Angst, dass wir die Kinder so beeinflussen, dass sie es wirklich machen? Nein, sie hat Angst, dass ich so beeinflusst bin, dass ich es wirklich mache. Ach so. Von dir selbst. Ja. Okay. Aber dafür bin ich viel zu willensstark. Dead. Like a dead guy. Like a corpse. A million ways to die in the West. Warte, nein, das war... Na, oh, voll verkackt. Kannst du's? Was? Kannst du das so episch sagen? Was, wie? A million ways to die in the West? A million ways to... Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist ein Film. Okay. Ich denke nicht, dass ich das so sagen kann. Kannst du epische Stimme so moderatorenmäßig machen? So trailermäßig machen? Ach, Kishi, was macht eigentlich mein Trailer? Ja. Ach so, ja, genau das, ne? Ja, ich habe gar nicht die Möglichkeit, mir deine Videos runterzuladen, weil mein Free Studio darum spackt, Alter. Immer noch? Ja, noch immer. Wenn ich Lust hätte, meine gesamten Videos zu gucken, Alter, dann hätte ich schon selber gemacht. Aber ich habe einfach keinen Bock, meine Videos zu gucken. Klingt so negativ. Neger. Wo sitzt ein Schwarzer in der Grube? Bett. Negativ? Ah. Rassismus. Oh. Ist böse, Kinder? Flach. Flach. Oh, der hat dich von den Beinen gerissen, wa? Oh ja. Da hätte ich früher springen müssen, so flach wieder kam. Und das in Bayern. Das ist 600 Kilometer entfernt. Ja. Könntest du mal gucken, wie weit es genau von mir bis zu dir sind? Exakt. Ja, ganz exakt. Wenn ich deine Adresse wüsste. Müsste ich dann... Ja, warte. Warte. Okay. Hab kurz die Aufnahme pausiert dafür. Okay. Ich hatte keine Lust, es rauszuschneiden. Das hätte ich zwar auch machen können, aber... Ja, das geht dann so schon besser. Jetzt gucken wir mal. Ja, er hat die... Oh. Ihr seid ja gar keine eigene Stadt. Nein! Wir gehören zu, Stadtzelle. Ja, das habe ich gerade gemerkt. Und wir gehören natürlich zu Großmacht Wittbeck. Das werde ich rausschneiden müssen. Wieso? Weil die Ortsangabe zu genau ist.
Es sind exakt 684,8 Kilometer. 684 Kilometer. So, ich habe einen Spritverbrauch von 6,2. Und einen Tank entweder 40 oder 45 Liter. Keshi? Ja? Rechnest du mir aus, ob das reicht? Wie was? Ob ein Tank für die Reise reicht. Wie viele? 6 Liter auf 100? 6 Liter auf 100? Sagen wir mal 6,5 Liter auf 100 und ich habe einen 40 Liter Tank. 5 Liter auf 100 und 40 Liter Tank. Ja. Kann ich dir jetzt schon sagen, dass es vermutlich nicht passt. Ich glaube, es reicht. Guck aber mal. Innerorts und Landstraße. Okay, Das sind. Reicht ganz knapp nicht. Schade. Du bräuchtest 44 Liter und. Also 44,46 Liter. Dann reicht's doch. Du hast noch einen 40 Liter Tank. Ich bin mir nicht sicher. Ob ich einen 40 oder einen 45er hab. Ich glaube, ich habe einen 50er. Keine Ahnung. Du hast ja ein größeres Auto als ich. Ja, stimmt. Ich habe einen Kleinwagen. Du hast einen Kleinstwagen wahrscheinlich. Ich habe ein Coupé. Zähl das Coupé. Ja. Warte mal, was Tank hast du nochmal für ein Auto? Fiat Uno 1.0 IE. Okay, Moment. Uno 1.0. Nein! Schon wieder an der gleichen Stelle, Alter. Das nein! Das ist kein perfektes Coupé! Steht der Fahrzeugpapieren drin? Deine Fahrzeugpapiere lügen! Das ist ein Kleinstwagen! Ein Kleinst. Kleiner als mein Auto und soll. Ja, es gibt die tatsächlich die Kategorie Kleinstwagen. Der Wagen soll, ist kleiner als mein Wagen und soll eine höhere Wagenklasse haben von der Größe? Ein Coupé ist nicht höher, Limousine ist genauso nicht höher wie Coupé. Ah, Coupé ist ja einfach nur die Bauform, also Heck ja. Zu Motorhaube. Ja, aber das ist trotzdem, richtig. Für mich ist ein Kleinwagen immer kleiner eigentlich. Ein Kleinstwagen ist das recht noch kleiner. Moment, ich kann dir. Kurz mal mitten in Meatboy den Fahrzeug schon rausholen. Kann man machen. Wie klappt man den auf so rum? Also, ich zitiere. Fiat Uno 1.0 IE SSX. Fiat, Personenwagen geschlossen. Schadstoffarm, Benzin. Wo steht denn das jetzt hier? Willst du mich verarschen, ey? Wo steht das? Boah, bei mir sind da irgendwie so 6 Zeilen bei 22 drin, weil das Auto so modifiziert ist. Bei mir ist keine einzige Zeile drin. Bei meinem Cousin, er hat einfach 3 Fahrzeugbriefe. Was? Mein Cousin hat einen extrem anders umgebauten Golf 1. Oh, okay. Mit einem 180 PS Motor und... Den möchte er mir nicht zufällig geben? Nein, den möchte er nicht bei mir geben. Moment, er hat da wahrscheinlich Benziner, oder? Ja, ich glaube. Ja, dann lieber nicht. Ich kann bei Diesel. Ich glaube, das Ding verbraucht aber auch 20 Liter auf 100 oder so. Ja, eben. Aber wenn du mit 240 da auf der Autobahn mitfahren kannst mit dem Golf 1, dann ist das auch, glaube ich, schon berechtigt. Ja. Er zieht damit einen Porsche ab, okay? Das ist schon ziemlich sexy, wenn du so in dem Auto sitzt und dir denkst, haha, Porsche, haha, tschüss. Ich fahre einen Golf 1, tschüss. Ciao, Golf. Ach, fuck. Ciao. Like a Golf! Like a Golf! Fuck! Okay, das kann heute noch ein langer Tag werden. Vor allem noch eine lange Aufnahme. Vor allem die Musik geht mir richtig auf den Sack. Mach's halt aus und mach eigene Musik an. Ja klar, weil ich auch eigene Musik hab, die ich anmachen darf. Mach halt Musik von Leuten an, wo du die Berechtigung hast, sie zu... Du meinst deine Musik? Ja.
Nein, ich glaube, du hast nichts gemacht, was hierfür okay wäre. Dafür müsstest du schon ein bisschen entspanntere Musik machen. Ja. Nein, ich meinte jetzt nicht die Richtung Musik, sondern die pur instrumentale Musik von FL Studio. Von FL Studio? Ja, ich weiß, dass ich in FL Studio arbeite. Ja, aber ich weiß nicht, was du da für Musik gemacht hast, die entspannt ist. Ich schick dir nachher mal meinen Link. Ja, super, nachher. Wenn der Internet wieder da ist. Was? Super, nachher, die bringt mir jetzt nichts. Schick ich dir halt jetzt einen Link. Ja, super, danke, Link. Willst du meine Internetverbindung noch mehr ficken? Ja. Ach so, sag das doch direkt. Warum habe ich die nicht? Okay, kurze Pause. Heil Dreieck. Zwei. Zwei? Ja, dein Server heißt Heil Dreieck 2. Was? Nee. Bei mir schon. Weil ich ihn reingemacht habe, als der andere Server noch da war. In den Favoriten. Ach, okay. Das erklärt einiges. Ich dachte mir schon so. Ah, ich will wieder Anton zocken, aber Anton ist momentan wohl unspielbar mit der Beta. Laut Freddy, weil man kein Essen findet, kein Trinken, aber nur Trommelmagazine. Nein, Trommelmagazine. Freddy meint, er hat 10 Trommelmagazine und in einem Trommelmagazin sind 100 Schuss. Wow. 1000 Schuss. Ja. In Unturned. Ja, ich würde dann mal eher lieber DayZ zocken. Die Standalone oder die Originale noch? Sowohl das auch. Standalone ist auch scheiße laut Freddy. Ja, nein. Standalone geht eigentlich. Kann man eigentlich machen. Das ist jetzt nicht. Man kann nicht erwarten, dass es jetzt schon ein vollwertiges Spiel ist oder so, aber. Das erwartet Freddy immer sofort. Ja, das ist auch das Problem bei ihm. Ja, er erwartet immer viel zu viel von Spielen. Genau. Die Standalone geht eigentlich vollkommen fett. Ich finde, die kann man spielen, die kann man machen und die werde ich auch auf jeden Fall mal let's playen. Okay, wäre ich dabei, wenn du willst. Ja, gerne. Ich brauche mal wieder ein paar Shooter-Let's Plays. Ich hatte ja noch nie eins, aber ich brauche mal wieder ein paar. Ah ja, hast du Subway ihn überhaupt hochgeladen jemals? Ich habe das nicht aufgenommen. Weißt du noch, doch, da war das... Hattest du's damals? Das war ein Aufnahmeproblem, was ich da hatte. Ach so. Ha! Jesus! Ich mach mal eben die Fenster zu, ich hab's jetzt die Bälle, ja. Alles einschlägt. Ja. Sonst, ja, trinke. Ja. Oh, Meatball ist tot. Was? Nein, doch nicht. Der Kacke-Junge hat ihn gerettet! Hui! Juhu! Und der Kacke-Junge stirbt. Das ist auch scheiße. Oh, er ist kacki. Kackboy. Ja, so beschissen wie er war aber noch niemand. So scheiße wie er war noch niemand. Oh, Meatboy und Bandage Girl sind wieder zusammen und glücklich. Ende. Ende. Oh nein, Dr. Fetus ist wieder da und er haut Bandage Girl als Fetus. Super Meat Boy! What? Team Meat, Edmund Millen und Tommy Riffens oder so. Also hast du es jetzt durch? Das Eichhörnchen fährt mit dem Rollstuhl durch den Wald. Danny Bronskowski, Jordan Fair, ganz viele andere Leute. Before, after. Okay. Team Meat, thanks. Tom Fulp. Fulp. Special thanks. Rest in peace, Brownie. Oh, Brownie lebt wieder. Hui. Und kriegt ein Klo ins Gesicht. Xbox Live Arcade Team. Was? Xbox Live? Wie bitte was? Und ganz viele Meat Boys feiern. Oh. Aha.
Nein, die nicht gestorben. Ja, ich denke mal, die gestorben sind. Es war nämlich die Hölle, in der das gerade gespielt hat. Locations. Oh, ein toter Wurm. Das ist jetzt aber auf jeden Fall angelegt auf Isaac. An Isaac. VMC-Test. Okay, Musik ist aber mal zu Ende. Mit ja, Boy und Bandage Girl. Und ein riesiges Herz. Und ein Bildfehler links unten, danke. Bildfehler haben doch was. Bring Abwechslung rein. The End? Fragezeichen. Find out in the dark world. Nein! Ganz nein, bestimmt nein, nicht. Nein. Lichtwelt 5 von 5. Dunkelwelt 0 von 5. Verbände 0. Warp 0. 0 von 0. Okay. Es gab keine Verbände und keine Warp. Danke. Bitte. Wir haben das Spiel durch. Zumindest in der Lichtwelt. Geil. Oh. The Cotton Alley. Was? Was ist The Cotton Alley? Ihr habt keine Ahnung. Partende.